Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker. Ich mache heute zwei Level von euch. Also, zwei Leute haben mir Keys, oder was heißt Keys, IDs geschickt. Und die schauen wir uns heute an. Einmal von LP Link und einmal von Hario Harima. Und wir fangen mit LP Link an. Und ich hoffe, dass dann demnächst... Moment, nee, ich muss nach ID suchen. Ich bin noch verwirrt. Da, ist ein bisschen anders als in Mario Maker 1. Die ID von LP Link, er hat mir mehrere geschickt. Mittelschwer. Ja, wir nehmen das Mittelschwere von LP Link. Er sagt, glaube ich, auch, dass es besser ist. Ich weiß nicht. Also die anderen sollen leichter sein. Deswegen gehen wir doch mal in das Level. Kurz und knackig, Melon Life. Enjoy this hard but funny ice work and defeat all Boom Booms. Okay. Machen wir das. Abschlussrate 0,96%. Schickt mir auch gerne Level, die ihr noch nicht gepublished habt, damit ich die Belohnung für Weltrekord und so bekomme. Ja, hat ja gut angefangen. Moment, ich kann nicht auf diese Koopa springen. Siege alle Bum-Bums und erreiche das Ziel. Okay. Mann! Ich scheitere schon am Kettenhund. Ich bin aber nicht der Einzige anscheinend. Okay. So, jetzt darf ich nicht an den Koopas sterben. Was ist das für eine fiese Koopa-Sache hier? Ist übrigens Super Mario World, nicht Super Mario World, doch Super Mario World Artstyle. Me gusta. Oh, da muss man dreimal hitten. Okay. Ein Bum-Bum haben wir besiegt. Hidden Block. Okay. Ich denke mal, da komme ich so hoch, ne? Ja, 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 nein, doch, warte. Moment. Oh, neue Dinge, die ich aus Super Mario Maker nicht kenne. Das ist bestimmt noch ein Hidden Block, der es mir leichter gemacht hätte, aber wollte ich jetzt... Okay. Da gibt's Pilze! Nein! Oh, der Kettenhund ist back. Okay. Aber besser und souveräner geschafft. So, den Bum-Bum müssen wir besiegen. Und ich glaube, man kann wirklich erst ins Ziel, wenn... Das, was da stand... Oh, lol, ist das glatt. Auch wirklich gemacht wurde. So, ich hätte auch rechts rein. Das ist, glaube ich, die gleiche Röhre, ne? Ja. Schnell hier rüber. Oh, scheiße. Kommen da noch mehr Pilze? Damage kriegen, neuen Pilz nehmen und... So, jetzt ist alles cool. So, jetzt soll ich da hoch? Was bist du denn? Ah, okay, okay. Moment, hä? Moment. So, okay. Okay, neue Mechaniken, die ich noch nicht kenne. So. Habe ich jetzt irgendwas geskippt dadurch, dass ich oben in die Röhre gegangen bin? Eat this! Oh Gott. Ah! Oh Gott. What have I done? I will die. I will die. Okay, ich werde nicht sterben. Okay, gut. Was ist das Fiese an dem? Okay. Dachte vielleicht... Oh nein! Das Vieh... Oh lol. Dann kann man den ja voll kaputt boxen. Was macht das hier? Warum on-off? Hä? Warum kann ich hier Dinge an-ausmachen? Ändert das die Tür? Nein. Okay. Aber wait. Na! Oh, komm! Vier Panzer, die da rumlaufen und ich renne in die eine Lücke. Jetzt bin ich zu hektisch. Okay. Alles wird gut. Ich schaff das. Es sind übrigens 30 Grad und ich bin Mario Maker Level. Besser kann es nicht werden. So. Ich muss sagen, bisher gutes Level. Also es gefällt mir. Außer meine Inkompetenz, die gefällt mir nicht. Kettenhund, mach was. Er wollte nicht.
Man darf nicht zu hoch springen, weil sonst kommt der Bum-Bum. So, warte, jetzt gucke ich erstmal, was da rechts ist. Außer dem Coupern. Ah, dafür der On-Off-Schalter. Okay, der muss auf blau stehen. Okay. Ich kann sagen, hier kommt auch ein Pilz raus, dann nehme ich den. Okay, easy. Wenn man weiß, was auf einen zukommt, geht alles. Alles. Okay, dann machen wir das jetzt ganz easy. Wir machen den an. So, so, gehen hier rein. Machen den Bum-Bum platt. Und ich weiß aber nicht, warum der Schalter hier nochmal ist. Der ist ein bisschen verwirrend, der zweite Schalter. Oh, ist jetzt tot? Scheiße, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, okay. Kurz Angst gehabt, dass er jetzt nicht gestorben ist, weil ich zu schnell rausgegangen bin. So, aber ich muss nicht. Kann hier doch... Genau, das ist nämlich die gleiche Plattform. Okay. So, hier einmal. Oh, warum kommt der dritte her? Waren da vorher auch drei? Gibt es eigentlich Checkpoints noch in dem Mario Maker oder werden die wieder nachgepatcht? So. Okay, dann brauche ich ja nicht darüber. War da vorher auch drei? Fühlte mich betrogen. Will er wieder hoch, danke. Ma, warum mache ich das? Ich will mich ducken, weil ich mich gerne ducke in Mario. Nicht ducken. Danke. Oh, okay. Aber das Ding kann mir nicht wehtun, oder? Das Schneeding. Ich hoffe nicht. So, man kann auf jeden Fall den hier liegen lassen. Den braucht man nicht, der macht einem nur Probleme. Den Schlüssel nehmen, auf den drauf hüpfen und dann hier rein. Den... Das ist ja auch nicht schwer bisher, ich habe mich nur doof angestellt. So, den Schalter drücken, der ist kaputt. So, wenn ich jetzt noch einen Pilz bräuchte, könnte ich da rein. Wir nehmen den mal mit hier. Okay, der Kettenhund hat meinen Schutz genommen. Hat mich hart genommen. So. Okay. Was ist da oben? Ihr seid hier oben. Bum bum. Not nice. Der ist nicht nice, Mann. Ich glaube, der ist nur dafür. Okay. Der war echt nicht nett, der Bum-Bum. Aber wir haben die Zielflagge aktiviert. Oh, lol. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe doch keinen Pilz mehr. Ach, warum ist es denn die Schnelle? Nein! Na, was? Und kein Checkpoint. Gibt's die noch? Gibt's die schon? Kommen die noch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe den Editor noch nicht einmal aufgehabt. Ich habe bisher nur Level gespielt. Vielleicht sollte ich den mal öffnen, damit ich weiß, was geht und was nicht. Oh, das ist ja endmies. Ich würde nicht sagen, dass das mittelschwer ist. Ihr schätzt eure Level falsch ein, Kinders. Was ist da passiert mit euch? Ja, das ist jetzt unlucky. Ach, puh. Muss ich den Trick wieder machen? So. Okay. Weil... Das ist wieder so eine Einschätzung. Der Ersteller weiß ja, wie diese Plattform sich bewegt. Der Spieler aber nicht, der das Level gerade zum ersten Mal spielt. Und deswegen ist das für den
Erbauer, sag ich mal, natürlich deutlich einfacher. Und er kann sagen, ja, das ist jetzt nicht so schwer. Aber die Leute, die nicht wissen, wie die Plattformen sich bewegen, und ich weiß es jetzt immer noch nicht, weil ich mir das nicht gemerkt habe, weil ich viel zu gestresst war, was jetzt nicht negativ ist, ne, dass ihr eure Level falsch einschätzt, aber dann weiß ich in Zukunft, dass wenn ihr sagt, mittelschwer, weiß ich, okay, für mich wird das schwer. Weil der Typ weiß halt, wie Dinge passieren. Oh, ich hab doch keinen Pilz, Mann. Und ich will jetzt nicht zurückrennen. Oh! Fuck, in welche Richtung war es jetzt gut? Das war die schlechte. Okay, rot muss er sein. Rot. 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 Er muss auf rot eingestellt sein, dann ist er easy. Okay. Auf dem roten Button muss er eingestellt sein. Aber es ist schon mal ein guter Einstieg in ein Level. Das Level an sich ist cool. Ich muss auf meine Kamera achten, weil meine Kamera nimmt immer nur Videodateien 20 Minuten auf und dann muss ich die kurz einmal aus- und anmachen. Weil ich nehme die auf SD-Karte auf. Ich wollte mich ducken, damit der Bullet Bill mich nicht erwischt, aber es macht keinen Sinn. Kann so oder so stehen bleiben. Allein kann ich nicht, weil ich kriege ja den Pilz. Oh, ich hält. Okay, alles gut. Oh, oh. Okay. Ich fand Leben in Mario Maker schon immer doof. Kann ich das mal so sagen? Weil Leben in Mario Maker machen keinen Sinn. Was ist das denn für ein Vieh? Das ist auch neu. Dieses Windvieh. Meine Nase juckt. Sorry. So, wir nehmen den jetzt mal mit. Ich können wir damit Bonbon klatschen. Oh, es hat einen guten, Damage gemacht. So. Easy. Off. Raus hier. Oh, ich dachte, die springt schon wieder in so eine Lücke rein. So, den möchte ich jetzt behalten. Es ist unmöglich. So. Auf den roten Schalter müssen wir den stellen. Moment, konnte man nicht auch... Genau, Spin-Jumps machen. Das ging nämlich. So, der steht jetzt nämlich auf rot und kann mir erstmal nix. Dann kann ich jetzt hier die Blume snacken und so machen. So, das ist nämlich easy. Wenn der richtig eingestellt ist. So. Jetzt muss ich nur überleben. Aber ich habe 3 Hits, also 2. Beim dritten sterbe ich. Es ist so gemein. Warum geht er jetzt nach links, ne? Wie die trotzdem kommen? Ich habe extra die Kamera nicht so hoch gemacht, weil ich nicht gesprungen bin. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Geht er jetzt rüber. Scheiß drauf. Ich lasse die Plattform nicht weiterfahren. Okay, alles cool. Ich werde sterben. Nicht schießen, bitte. Okay. Alter, was passiert hier? Da links kommen gleich richtig fiese Sachen. Was geht hier ab? Ich will da hin, aber irgendwie auch nicht. Ey, diese Eiszapfen sind ja schrecklich. Oh, Gott sei Dank. Okay. On, off? Ich weiß es nicht. Wieso gibst du mir nur Leben? Uff. Oh Gott. Okay. Kann man die triggern, indem man einen Gegner da reinwirft? Nee. Geh durchrennen. Oh, Ziel! Danke. Oh. Gutes Level. In 1,58. Obwohl, das war es nicht selber. Du selber. Schwer, aber machbar. Ja, das stimmt.
Das ist toll. So, und jetzt gucken wir in noch ein Level. So, das nächste Level ist von Hario Harima. Das ist momentan sein erstes und einziges Level, sagt er. Und ich gebe gerade den Code dafür ein. Wenn ihr die Codes dafür wollt, seht ihr das ja dann im Video. Und, ja, klassisch gegeneinander. Mario on the Highway. Okay. Es gibt noch keinen, der dieses Level gespielt hat. Hario Harima. Nice. Ich werde der Erste sein, der einen Weltrekord aufstellt und dieses Level gespielt hat. Sehr gut. Das heißt, ich kriege die Bonis dafür. Oh, im New Super Mario Bros. Stil. Mit den Gemüse-Gumbas. Notenblöcke. Ich dachte schon, da stirbt man. Moment. Muss man alle Gumbas zerstören? Das macht immer ein Geräusch, wenn ich die zerstöre. Da ist eine Röhre. Moment. Hätte ich den Pilz gebraucht? Kommt der nochmal neu? Nee, ne? What? Ah, fuck! Okay. Mistakes were made. Ich glaube, ich muss sterben. Hätte ich mir denken können. Also, Moment, einmal testen. Kann ich da ra- Wofür ist diese Röhre? Okay. Da kommt ja auch nichts raus oder so. Wofür ist die? For baiting. Das ist gemein. Okay. Oh oh. Aber warum machen die bei den Gumbas so Geräusche? Muss ich die töten? Yeah. Okay, wir gehen einmal hoch. Kriegen hier einen neuen Pilz, aber wir keinen brauchen. Das ist nett. Okay, Checkpoints. Okay, es gibt sie noch. Hat sich die Frage auch geklärt. Pilze. Gumba, Gegner. Oh, gemein. Hier ist sowas versteckt, oder? What the fuck sind das für Effekte? Oh, ein Helmchen. So. Ich glaube, er hat die Geräusche einfach so eingebaut, ne? Man kann ja viele Geräusche einstellen für Gegner oder Items. Und ich glaube, bei Gumbas hat er... Wow. Der Himmel öffnet sich. Ja, ist ja gut. Hier oben. Ich will in diese Röhren rein. Auch wenn da nichts ist, ich will rein. Oh, Zehner. Digga, Zehner. Nein, mein Helm. Kettenhund, easy. Was ist da oben? Kommt man da wieder hoch? Ja. Das ist nett. Was seid ihr für Greifer? Hilfe! Okay, man kann hier oben lang. Ah, und das ist das Ziel. Ich bin irgendwie verarscht. Wow, was war das? Selbst mit Pflanzenranke schaffe ich es nicht ins Ziel. Okay, war ein solides Level, auch wenn es mich ein bisschen verstört hat teilweise. War interessant. Weltrekord, Erster. Toll. Nice. Dankeschön. Ich glaube, jetzt kriege ich 2 Belohnungen. Du hast zum ersten Mal ein Level als Erster abgeschlossen und dafür den Blooper-Sitter-Rock erhalten. Richtig nice. Und, noch was. Ich glaube, den Röhrenhut kriegt man. Ja, da.
Richtig nice. Okay. Vielen Dank für eure Level. Und wie gesagt, wenn ihr Level habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich werde sie wahrscheinlich spielen. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst Kommentare und Bewertungen da, ob es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.